Was wollen wir denn zum Beispiel machen? Wichtig oder was viele ja mal interessiert, sind zum Beispiel Längen oder Flächen. Wir sind jetzt hier in einer Projektion, in dieser GPS-Koordinatenprojektion. Wir könnten jetzt zum einen erstmal Punkte digitalisieren. Man sieht also hier, wo der Mauszeiger ist. Hier unten habe ich die Koordinaten. Das sind auch die, die aus dem GPS-Empfänger kommen würden. Wenn man sich jetzt also hier hinstellt an diese Ecke und mit einem GPS-Empfänger eine Weile misst, müsste dort die Lat-Long-Koordinate 51, 11, 48, 18 und 13, 61, 85, 35 rauskommen. Das müsste jetzt also stimmen. Und wenn wir jetzt Flächen oder Längen in Meter messen wollen, müssen wir das Koordinatenbezugssystem ändern. Und zwar in unseren UTM-Streifen, der hier in Sachsen in diesem Gebiet der korrekte ist. Der Hintergrund der Sache ist, dass die GPS-Koordinaten hier in Orange zu sehen Winkel sind, die sich auf den Erdmittelpunkt beziehen. Und wenn wir diese Winkel nutzen wollen, um an der Erdoberfläche hier in Grün zu sehen, Strecken und Flächen zu berechnen, müssen wir die Grad in Meter umrechnen und so weiter und so fort. Und diese Streifen gehen nach oben hin zusammen. Das ist also alles gar nicht so leicht. Und es empfiehlt sich also deshalb lieber in UTM-Koordinaten umzurechnen, da dies für die Vermessung sowieso die Standardkoordinatensysteme sind, beziehungsweise Projektionen. Und da gibt es hier bei uns in Sachsen den 33. Streifen Nord, also der nördlich des Äquators ist. Und dafür gibt es eben die hier angegebene grüne Projektion. Und auf die schalten wir einfach um. Wir haben hier in Sachsen UTM 33, also der 33. Streifen. Wir finden hier im QGIS die Koordinatenbezugssysteme aufgelistet. Wir müssen jetzt hier WGS 84, UTM Zone 33 Nord. Das ist also für Sachsen, für hier der richtige UTM-Streifen, mit dem das Projekt jetzt in Meter konvertiert wurde. Wir können jetzt also mit dieser Transformation direkt Meter messen, bedeutet also Informationen aus diesem Plot abnehmen. Zum Beispiel können wir Strecken messen. Wir können also sagen, von hier bis hier sind 56 Meter. Wir können Flächen messen. Wir können also sagen, diese Grünfläche als Beispiel hat eine Fläche von 2400 Quadratmetern und so weiter und so fort. Man kann jetzt damit alles Mögliche anstellen und dieses Drohnenluftbild für die eigenen Zwecke nutzen. So, und wenn man sich jetzt hier zum Beispiel Bing Luftbild noch als Layer einblenden lässt, kann man sich jetzt hier sein georeferenziertes Drohnenfoto sozusagen mal reinlegen und sieht also, dass das nicht das Allerschlechteste ist. Also es ist natürlich fehlerbehaftet. Man hat es ja gesehen, wie fehleranfällig das alles ist mit dem Geklicke von den Punkten und so weiter. Es ist schon fehleranfällig an vielen Stellen. Aber man sieht, dass es hier und da eigentlich recht gut funktioniert. Es gibt natürlich Unterschiede. Allerdings darf man sich jetzt auch nicht verrückt machen lassen, denn diese Bing Luftbilder sind keine so korrekten Aufnahmen. Das sieht man zum Beispiel, wenn man von anderen Anbietern Luftaufnahmen nimmt, dass die andere Verschiebungen, andere Fehler haben. Ganz schlimm zum Beispiel die Google-Luftbilder. Bei denen geht es nur darum, dass von einem zur anderen Kachel, die ja aus unterschiedlichen Jahren und Befliegungen und Höhen und so weiter entstanden sind, einfach die Straßen zusammenpassen. Und dadurch sind die ganz grob an einigen Stellen verschoben. Man darf sich da also, wie gesagt, nicht verrückt machen lassen. Wir haben das hier auf Punkte vom Landesvermessungsamt bezogen. Und ich denke, viel besser geht es eigentlich gar nicht als so.